zu Plötzlich Wissen meldet sich aus Paris zu einer Frage von euch. Und zwar sind wir hier in dem Ocean Plastics Lab. Das ist eine Ausstellung zu dem Thema Plastik im Meer. Und da wir eine schöne Plastikfrage aus Berlin bekommen haben, nutzen wir das doch hier gleich mal, um die zu beantworten. Und zwar habt ihr gefragt, wie groß ist die Insel aus Plastik, die gerade auf den Ozean treibt? Und das werde ich euch hier mal versuchen zu beantworten. Erstmal will ich sagen, dass es gibt eigentlich gar nicht wirklich eine Insel aus Plastik auf dem Ozean. Das ist ein bisschen von den Medien immer ein bisschen falsch kommuniziert worden. Und zwar gibt es riesige Gebiete, wo Plastik treibt, aber das meiste Plastik ist mikroskopisch klein oder ja, einfach so klein, dass man das gar nicht sieht. Das heißt, wenn man jetzt mit dem Boot in diese Gebiete reinfährt, dann wird man da keine Insel sehen. Da wird man vielleicht mal ab und zu ein paar Plastikteile sehen, aber man wird sich eigentlich gar nicht wissen, dass man eben gerade in diesen Plastikwirbeln unterwegs ist. Hier seht ihr jetzt eine Animation von NASA. Die weißen Punkte, die ihr seht, das sind Bojen. Die verhalten sich aber ähnlich wie Plastik und deswegen wird der ihr Verhalten studiert, um zu gucken, wie sich Plastik wahrscheinlich verhält im Ozean. Und jetzt seht ihr, wie sich so 5 Wirbel bilden. Und das sind eben diese 5 Garbage Plastic Patches oder Müllwirbel. Der größte ist ganz oben bei Amerika. Das ist der Pacific Garbage Patch. So wird er genannt. Wie groß ist er? Das ist ganz schwer zu sagen. Es wird teilweise geschätzt, dass der an die 70.000 Quadratkilometer groß ist. Aber das Problem ist, wie definiert man diese Größe? Das hängt zum Beispiel damit zusammen, eben wie man sagt, wie hoch die Konzentration ist, dass das noch zum Wirbel gehört oder nicht. Das heißt, das ist alles so ein bisschen Definitionsfrage. Und wie ich schon gemeint hatte vorhin, ist eben dieses Plastik, sieht man eben eigentlich nicht. Das ist meistens kein großes Plastik, sondern ganz, ganz kleines Mikroplastik. Und deswegen ist dieser Begriff Insel eigentlich auch einfach falsch. Und Wissenschaftler reden lieber davon, von der Plastiksuppe oder von Plastiksmog. Das trifft das Ganze nämlich eigentlich besser. Und Studien schätzen, dass momentan 5,25 Trillionen Plastikpartikel im Ozean schwimmen. Das heißt aber, da geht es eben nur um die schwimmen. Wir haben noch viel, viel mehr, was alles am Meeresgrund liegt. So, warum ist das eigentlich so schlimm mit dem ganzen Plastik im Ozean? Naja, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen kommt eben, Plastikteile kommen ins Meer und die zerbrechen dann dort. Und zwar aufgrund von UV-Licht, Temperatur und der Bewegung des Wassers zerbrechen die in kleine Teile. Das Plastik verteilt sich überall, weil verschiedene Arten von Plastik haben verschiedene Eigenschaften. Das heißt, manche schwimmen oben, wie ihr sehen könnt, das Blaue ist zum Beispiel die IKEA-Tüte und manche, wie zum Beispiel PET, sinken ab. Das heißt, das verteilt sich alles überall im Ozean. Was hat das für Auswirkungen? Wir haben Tiere, die zum Beispiel mit Plastik leben können. Zum Beispiel gibt es Bakterien oder Algen, die auf Plastik wachsen können. Hört sich im ersten Moment gut an, also zum Beispiel auch gerne Muscheln wachsen auch gerne auf Plastik oder Krebse und so weiter. Diese Organismen nennt man auch Drifter, das heißt, die sitzen dann auf dem Plastik und schwimmen mit dem Plastik durch die Ozeane und verteilen sich so in neue Ökosysteme und können dort als invasive Arten Schaden anrichten. Es betrifft auch die ganz Kleinen unter uns, sogenanntes Plankton, das eben Mikroplastik auch frisst und wir wissen nicht, was das für Auswirkungen hat auf diese Tiere. Nicht nur Plankton frisst Plastik, nee, es gibt eben auch Fische oder gerade Vögel, Muscheln, Wale, alles Mögliche frisst das und wir wissen nicht, ob das negative Konsequenzen für sie hat oder wir wissen teilweise schon, dass es negative Konsequenzen für sie hat, weil das zum Beispiel Verletzungen gibt im Magen-Darm-Trakt oder auch Plastik enthält eben auch Giftstoffe, die sich zum Beispiel ausbreiten können in den Tieren. Aber Tiere sind vor allem eben auch gefährdet, weil sie sich in Plastik verfangen und da dann oft einfach zugrunde gehen. Hat das Auswirkungen für uns Menschen? Ja, hat das natürlich, weil wir sind abhängig vom Meer. Wir brauchen das Meer für unser Überleben. Das heißt, wenn wir das Meer langsam abtöten mit dem Plastik, hat das natürlich negative Konsequenzen für uns so oder so. Aber natürlich auch wirtschaftlich. Strände sind verdreckt, Touristen kommen deswegen zum Beispiel vielleicht nicht mehr gern. Leute können sich auch verletzen an scharfen Plastikstücken oder Müll generell im Wasser. Müll kann Giftstoffe abgeben, was ungesund ist für die Leute. Es gibt ganz, ganz verschiedene Arten. Ist Plastik in der Nahrungskette durch Fische oder Plankton, die Plastik fressen? Das ist eine Frage, die kann die Wissenschaft momentan ehrlich gesagt noch nicht beantworten. Da wird dran geforscht, aber so richtig Beweise sind dazu noch nicht gefunden worden.